Willkommen zurück zu Skype zum 28. Mal. Ich fühle es in meinen Knochen und rieche es in der Luft. Baldur würde nicht weggehen, ohne es jemandem zu sagen. Macht euch keine Sorgen. Möchtet ihr schon graue Haare haben, bevor ihr... So, wir müssen hier mal Ekmek befragen. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skal haben Schlimmeres überlebt. In diesen finsteren Zeiten brauchen wir die Hermeus Mora. Der alte Herma Mora selbst. Dann ist er also die Quelle von Miraaks Macht. Natürlich. Bei uns gibt es viele Geschichten darüber, wie Herma Mora uns zu überlisten versucht, um an unsere Geheimnisse zu gelangen. Und jetzt kommt er wieder, um sich zu holen, was wir ihm lange vorenthalten haben. Was ist los? Ah, alte Sagen, die von Schamane zu Schamane weitergegeben wurden. Wie man mit dem Wind redet, wie man auf die Erde hört. Das sind unsere Geheimnisse. Mit Macht oder Beherrschung hat das nichts zu tun. Okay. Wir kennen ihn als Herma Mora, den Dämon des Wissens. Es liegt in seiner Natur, Geheimnisse für sich zu horten. Ihr Wert für ihn ist dabei nicht von Bedeutung. Allein die Tatsache, dass die Skal ihm Wissen vorenthalten haben, hat seinen Wunsch noch gestärkt, es zu besitzen. Ja, er bringt aber den Schreiner dabei. So fällt es also mir zu, unserem Erzfeind die Geheimnisse preiszugeben. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, mich ihm zu stellen. Der Baumstein ist noch immer korrumpiert. Das Land ist immer noch aus dem Gleichgewicht. Aber da die anderen fünf wiederhergestellt sind, es könnte reichen. Es muss reichen. Werde ich ihn geben, was er will? Die Legenden der Skal berichten auch von dem Tag, an dem wir unsere Geheimnisse preisgeben müssen und Herma Mora schließlich gewinnt. Als Schamane ist es meine Pflicht, diese Geheimnisse zu hüten oder zu entscheiden, wann es besser ist, sie preiszugeben. Ich glaube, es ist an der Zeit. Mögen mir meine Ahnen vergeben, falls ich mich irre. Gebt mir das Buch. Ich werde es lesen und selbst mit dem alten Herma Mora sprechen. Ich sorge schon dafür, dass er sich an seinen Teil der Abmachung hält. Tja. Viel Glück, Alter. Das hoffe ich auch. Ihr werdet doch dafür sorgen, dass sich dieses Opfer lohnt. Vater, ihr müsst das nicht tun. Dieses Buch ist falsch, böse. Es widerspricht allem, was ihr mich mein ganzes Leben lang gelehrt habt. Ich muss es tun, Freya. Nur so kann Solstheim für immer von Miraaks Schatten befreit werden. Früher oder später muss sich alles ändern. Nichts, das lebt, bleibt auf ewig gleich. Sorgt euch nicht um mich, meine Tochter. Der Allschöpfer hat dieses Schicksal für mich bestimmt. Ich stehe euch zur Seite, Vater, wie immer. Ich bin auf alles vorbereitet, was durch den niederträchtigen Meister dieses Buchs auf mich zukommen mag. Oh. Endlich offenbaren die Skal mir ihre Geheimnisse. Vater!
Alter. Nein! Ich werde nicht für euch. Hä? So tu doch etwas! Drachenblut. Ihr habt mir das gewünschte Geschenk gebracht. In diesem Zug halte ich mein Versprechen. Wie es sich für einen Prinzen aus dem Reich des Vergessens gebührt. Ich verleihe euch das Wort der Macht, mit dessen Hilfe ihr Mira-Ark herausfordern. Ihr werdet ein würdiger Gegner oder sein Nachfolger sein. Die Gezeiten des Schicksals werden es entscheiden. Vater, was habt ihr getan? Uiuiui. Geht! Mein Vater hat sich geopfert, damit ihr Mira-Ark vernichten und den Schatten seines Meisters von diesem Land vertreiben könnt. So geht denn. Tötet Mira-Ark und versagt nicht. Das schwarze Buch lasse ich nicht bei ihm. Tja, danke für dein Opfer, mein Freund. So, von gerade erwarte ich dich. Keine Angst, Alruin ist nicht mehr da. Ja, dann, wir haben keins. Wir haben kein Ziel. Achso, den Schrei freischalten. Was, Wachträume? Da. Kämpfen wir jetzt schon gegen Mira-Ark oder was? Oh ne, das heißt doch schon wieder nur tot. Keine Sucher hier, wie das aussieht. Was ist los? Ein Drache? Hä? Da, oh jo. Oh Gott, nein. Jetzt müssen wir hier wieder durch so eine Hölle, oder was? Oh, ah. Dich nicht unsichtbar, du Kackfratze. Was zum Kotzen, die verdoppeln sich irgendwie immer und sowas. Da muss man immer das Richtige treffen. Hat man Pech. Meine Fresse. Der Bass geht hier immer so krass ab in den dieser komischen Spasti-Welt.
Ich glaube, wir kriegen hier gleich noch ordentlich Besuch. Ich muss irgendwie das Tor hier aufkriegen. WTF. Ich würde mich fragen, was Alduin zu dem allen sagen würde. Ich hab da gemerkt, da hat sich verdoppelt, der Penner. Das sind sau komische Viecher, ey. Oha. Quelle der Ausdauer. Was war das jetzt? Ohne Witz, ich hasse sowas. Schön vor sowas wartet nach dem Leben auf einen, Alter. Diese verkackten Diademe, ne? Taucht doch garantiert gleich so ein Sucher auf. Keine Widersacher? Keine Gegenwehr? Was ist hier los? Ich speichere mal lieber, ne? Ich habe mir so ein ungutes Gefühl hier. Komisch. Wahrscheinlich kommen gleich umso mehr dafür. Da ist ein Sucher. Du warst zuerst da! Ja.
schon krass. Hallo? Bilder. Horker-Angriffe. Boah, ich will das schon sagen, ey. Bestimmt bis hier ist noch was. Was ist jetzt passiert? Huh? Lol. Hä? Es ist unfair, Digga! Wie viele Rollen? Oh, Entschuldigung. Bleib doch da, du Penner! Hä? Was hat sich denn jetzt geändert? Klaue die ganzen Bücher. Wenn du jetzt ein Stalker bist oder was? Oh, ja.
eskaliere hier voll mit meinen Büchern. Ich glaube, dann werde ich offscreen aber sortieren, Alter. Ach, ihr seid wieder... Das ist nicht fair, ey, wenn ihr in das Zeug da allein lauft. Penner, ey. Sehr, sehr böse. Pfui. Ist so locker auch irgendwo ein Sucher. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist das die Quelle hier? Wie das alles funktionieren soll und so. Was soll das alles? Ich weiß nicht. Das ist ja mal ein richtiger Gollum, ey. Hast du wieder eine schöne Kette für mich? Fuck. Komm noch aus deiner Gülle da raus, ey. Damit wären wir schon mal gedient. Boah, du hast ja nur Gold dabei, du bist ja nutzlos wie ein Stück Scheiße, ey, oh! Ah, du kannst wieder zurück in deine Suppe. Penner, ey, ich dachte, das gibt hier ordentlich was. Wir haben richtig Übergewicht, Alter. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Da hinten irgendwas? Kapitel 5. Seid lästig. So richtig lästig. Ich gemerkt, dass die mich hier
voll am Rasieren sind. Warum haben die eigentlich immer Bücher dabei? Was für ein Buch. Ach so, ich muss den ganzen Scheiß da drauflegen. Ja, hoffentlich nicht in irgendeiner behinderten Reihenfolge, ne? Keine Ahnung, was da richtig ist. Ich glaube, das ist aber falsch. Ja, ich habe aber schon eine Idee. Hier kommen Scheren drauf. War auch falsch. Hier gehe ich mal von Spähkugel aus. So. Da vorne knochenlose Glieder. Wir müssen uns an die Zeichen halten. Knochenlose Glieder. Forschende Scheren ist ja. Hoffentlich ist knirschende Klinge richtig, ne? Jawohl. Kapitel 6. Bratwurst! Was ist das? What the fuck?
Alter. Geht ab hier! Rüstung Drachenform, hä? Willenbeugen, hä? Alter, was ist das für ein Drache, ey? Was? Fahrst du Drachen rein, kannst dein Ziel anvisieren und das mit Magie angreifen und kannst auch dem Drachen befehlen, dein Ziel anzugreifen. Geil. Seid vorsichtig. Mirak ist stark. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Kann ich kein Dings? Bogen benutzen? Ansonsten machen. Alter, wie geil ist das denn, ey? Der hält da viel zu viel aus, der Schleicher, bis der tot ist, ne? Ja, Tori. War gut. Ich werde umgehend landen. Hä? Zuerst unseren Gast begrüßen. Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut auf dem Gipfel von Apokrypha. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein launischer Meister, wisst ihr. Doch nun werde ich frei von ihm sein.
Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. Rosigrill! Okay. Willst du? Alter. Ich hab nicht gedacht, dass wir so schnell zu dem Penner vorkommen. Opfer Drachen? Sich verarschen? Alter! Hä? Wow! Egal. Der Typ holt sich hier Drachen, um sich zu heilen, Alter, der Wichser. Boah, das könnte ein langer Kampf geben hier. Ja, was der für Schreie drauf hat, ne? Ah. Na. Oh Mann, der hat Sarota getötet. So, ich werde dich mit scheiß beschissenen. Ja! Guck mal, die Skelette, die ist voll lustig. Hui! Alter, der eskaliert ja mal richtig hier. Oh, was? Nur weil wir Alduin besiegt haben, hat er angefangen mit der Scheiße, oder was? Er hatte Angst vor Alduin. Vorhin hast du noch gemeint, du hattest... Du weißt auch, dass Alduin viel mächtiger war als das, was er uns gezeigt hat, ne? Verarschen? Wo ist der? Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. WTF? Nichts. Ich habe einen neuen Drachenblutdiener
gefunden. Ich bin kein Diener, du Wichser. Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mira'a träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Lernt aus seinem Beispiel, dient mir loyal und ihr werdet auch weiterhin reichen. Loyal, dein Arsch gleich gegen die Wand, du Penner, ey. Geh mir doch nicht auf den Sack. Lol. Wer Mira'a besiegt schon. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so schnell geht. Heftiger Scheiß. Was ist das denn hier? Warum liegt das denn hier noch? Komm. Ab mit dir ins Nichts. Läuft. Ja. Mira'a ist tot. Warte, ich kann Talente entfernen. Was hat das denn für einen Sinn? Hinzufügen wäre eher was, ne, ihr Idioten. Hat voll keinen Sinn. Ich entferne noch keine Talente, Alter. Träderische Prinzen, was? Scheiß dädrische Haufen Pisse da, die ganzen Arschgeigen, die. Ich kann es fühlen. Der Baumstein ist wieder frei. Die Einheit des Landes ist wieder hergestellt. Heißt das, es ist vorbei? Ist Mira'a wirklich besiegt? Mira'a ist blöd. Danke. Wie auch immer eure sonstigen Gründe lauten, ihr habt den Skal einen großen Dienst erwiesen. Wir werden eure Taten nicht vergessen.
Eins noch, Skalfreund, wenn ihr erlaubt. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Als Schamanin der Skal bin ich für das spirituelle Heil meines Volkes verantwortlich. Ihr seid zwar kein Skal, aber ein Skal-Freund. Deshalb warne ich euch. Hermar Mora hat euch in seine Dienste gezwungen, um Mirak zu besiegen. Lasst euch nicht von ihm weiter auf diesem Pfad locken. Der Altschöpfer hat euch, das Drachenblut, für einen höheren Zweck geschaffen. Vergesst das nicht. Geht mit dem Altschöpfer, Skal-Freund. Ja, dieser behinderte Hermus Arsch mit Ohren da kann mich sowieso am Arsch lecken. Ich bin nicht sein Diener. Ja. Das wäre erledigt. Dann könnten wir eigentlich mal nach Himmelsrand zurückkehren, ne? Und mal ein bisschen, aufräumen. Zurück nach Skyrim. Das ging schneller als erwartet. Mit Mirak. Naja. Was willst du machen, ne? So bin ich da, ey. Ah. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine Überfahrt buchen möchtet. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Gerlund. Oh, ihr seid geil, endlich zurück. Das so lob ich's mir, so ist schön. Warte mal, jetzt will ich mal was ausprobieren. Okay, das ist immer noch bedeckt, aber das Wetter ist ein bisschen besser. Die Dunmeer nehmen ihre Gebräue gerne im Leugnises Club zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Taverne nennen, habe ich nie verstanden. Okay, oder auch doch. So geht's auch. Guck mal hier. Das Wetter ist schön gemacht. Das ist schon geil. So, was machen wir denn als nächstes? Ja. Ein zweites Haus wäre mal nicht schlecht, ne? Ich wollte aber auch mal nachschauen, ob vielleicht ein paar Mods hinzugekommen sind. Wir haben eine Menge Schrott dabei. Ich weiß aber auch gar nicht, was alles. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Weißlauf und verkaufen so viel Zeugs, wie nur geht. Ich habe da ja einiges. Lol, hat er auch noch nie gesehen. Ey, yo, mein, ob der jetzt wieder blüht, ist so die Frage, ne? Die Alte hat denn ja, wollte dem ja helfen. Die liegt hier immer noch. Erstmal verkaufen, dann gucken wir. Ich habe so viele Bücher, ne? Die bestimmt alle doppelt und dreifach. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles. Oh, etwas hiervon. Alles. Also Kleidung habe ich gehabt. Die Magiker-Dinger werde ich zerstören, damit ich das bekomme.
Die Rüstung wollte ich ausstellen, die habe ich alle an. Wollte ich entzaubern. Die wollte ich auch entzaubern. Alle, die ich zweimal verkaufe, ich jetzt. Die sind ja alle nur ein Ding-Dong da wert, ey. Ganz praktisch. Eigentlich jetzt das trainiert unsere Redekunst ein bisschen. Die auch gerne sortieren dann im Regal. Ich glaube, das mache ich dann offscreen. Das wird nicht so viel Zeit fressen. Das haben wir schon mal jetzt. So, was haben wir noch so? Heimer, Alter. Jo, irgendwelche Rollen hier, die ich überhaupt nicht würde. Das werde ich eh nie benutzen. Was, du kannst lebendige Kreaturen dann durch Wände hindurch sehen, aber keine untoten Maschinen oder Dädra. Das hat ja keinen Sinn. Nur irgendwelche Waffen dabei. Mal weg damit. So. Soll ich einen Zwergendolch? Ich glaube, das war's, ne? Mehr habe ich nicht für dich.
Boah, hat uns gut Geld gebracht. Wenn du hier Dings hast. Vielleicht hat der noch einen Ring. Einen guten. Guck, den haben wir den vorhin verkauft. Und jetzt will der fast 2000, der Hund. Oder diese scheiß Goldkette hier. Hat keinen Sinn. Boah, die flinken Finger habe ich gar nicht. Ey, die bräuch. Die Frage ist halt immer. Ring des Schleichens. Schleichen wird um 25% verbessert. Was hatte der da für einen Ring? Gut, dann wird meins nochmal verbessert. Was hatte der da für eine Kette noch? Flinke Finger. Gucken. Guck mal, dann haben wir schon 35%. Halskette des flinken Fingers. Schert die Feuer. Ne. 20% wird die verbessert. Da auch um 20 wird keinen Sinn machen, die zu kaufen. Gut, Dankeschön, Penner. Bitte kommt wieder. Das ist ein Verlust gemacht, du. Wobei der verkauft dann alles für 10-fache. Ey, yo, guckt euch den Baum mal an. Der blüht wieder. Cool. So, wir müssen noch ein paar Sachen auf jeden Fall wegbringen. Bringen wir nach Hause. Erstmal klar Schiff mal, bevor wir ein neues Abenteuer aufbrechen, ne? Müssen wir mal ein bisschen sortieren hier. Nur die Bücher, die sortiere ich ohne euch. Das dauert sonst ein bisschen zu lange. Wenn ich die überhaupt sortiere. Den vielen Wasser, oder wie man es ist, der Schlachterfisch. Ja, den haben wir noch gar nicht gesehen, ist jetzt ein Schlachterfisch. Gucken, ob das jetzt auch klappt. Toll aufzuregnen. Ey, das geht wirklich, wie geil, ne? Cool, so kann man das Wetter verändern, ey. Ist der Knaller, wenn wir mal keinen Bock auf Regen haben, Alter, dann rein mal einfach in den Himmel. Loch, Bako! Ist das geil. Loch, Bako! Läuft! Ein Mittel gegen schlechtes Wetter. So. Ne, der Zaubertrank ist immer noch weg. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin der Barde Levelin, auch als die Nachtigall bekannt. Euer Vogt hat mich eingestellt, um für euch zu spielen. Okay. Ich gehe dann mal wieder. So, guck mal, die Axt liegt noch genauso, oder? Boah, wir haben immer noch so viel Gewicht, ne?
Wir haben sau viele Seelensteine vor allem. Müssen wir mal gucken. Das. Da. Nein, den musst du da gleich rausholen. Die sind saugut, die mit mächtigen Seelen schneiden. So, wo hab ich das eine Zeug hingetan? Hier, ne? Sagen, hier tun wir so einen Kram rein, den wir haben. So Herstellungssachen. Leintücher könnten wir mitnehmen, immer. Die können wir gebrauchen unterwegs. So, na gut, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter sortieren und mal gucken, meine Bücherregale da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dahin, noch viel Spaß auf meinem Kanal. Lasst ein Like da und auf Wiedersehen. Tüdelülü.